So, hallihallo und herzlich willkommen bei einem kleinen Livestream-Info-Video. Ja, jetzt ist ja bei YouTube wieder endlich mal möglich, zu livestreamen, und ich dachte, ich werde jetzt ab und zu livestreamen und euch recken und andere Games zeigen. Und dazu habe ich eigentlich schon alles eingestellt. Ich muss jetzt nur noch XSplit eigentlich starten und dann den Aufnahmeknopf drücken. Und dann ist eigentlich Livestream. Aber ob die Qualität gut ist oder nicht, weiß ich nicht genau. Vor allem, man müsste eigentlich bezahlen, und ich will nicht bezahlen fürs Livestream. Deshalb wird wahrscheinlich die Qualität einfach bei HD sein und nicht bei Full HD. Aber das sollte eigentlich gehen. Okay, so. Und der hat geleckt oder was? Wieso ist das so langsam geworden? Keine Ahnung. Ja, muss ich einfach mal testen, ob sich's lohnt oder ob sich's nicht lohnt. Ihr dürft jederzeit zuschauen und wünschen, was ihr sehen wollt. Aber ob ich genug Leute bekomme fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und so, das muss ich dann schauen. Außerdem gibt es heute jetzt gerade mal kein Champions of Recknum Part. Vielleicht ein Hexi Part am Abend. Aber ja, mir geht's nicht so gut. Ich will ja auch live streamen, und eben körperlich geht's mir nicht so gut. Hab Kopfschmerzen und bin ein bisschen schwach, aber ja, trotzdem möchte ich's durchziehen. Und deshalb heute vielleicht mal keine Recknum Part. Und sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel erzählen. Weiters sage ich dann im Livestream. Ich werde es natürlich auch aufnehmen für die, die es verpassen. Und ja, momentan ist es einfach zu wenig los für Aufnehmen. Für ein bisschen Livestream, da kann man auch leveln. Aber in einer Aufnahme sollte man eigentlich nicht so leveln. Ja, die Eisen sind natürlich wieder am Invasieren. Aber macht nichts. Ja, also Dankeschön fürs Schauen dieses Infovideos. Die Livestreams kommen meistens morgens und abends, also ab 19 Uhr oder so. Und vielleicht im Nachmittag ab und zu noch. Ihr seht jede Zeit, also schaut bei Google Plus vorbei, schaut bei Twitter vorbei, schaut hier bei YouTube vorbei, und ihr werdet es sehen. Und ja, also Dankeschön fürs Schauen. Und bis zum nächsten Mal.